was hat dich hier hingeführt? Ja, gute Frage. Ich wollte mir alles so ansehen, was an neuen Produkten auf dem Markt gibt, was es an Produkten gibt. Auch zum Probieren natürlich. Vegetarische Lebensweise, ist das für dich schon ein Thema? Seit 6 Jahren, ja. Sieht doch toll aus, ne? Darf ich das mal vorgehen? Was hat sie hierher geführt? Die Messe, ja. Wir sind interessiert an veganer Ernährung. Und die CISPA ist ja sowieso bekannt, sogar in Deutschland. Ja, und dann haben wir natürlich das vegane Eis probiert. Und überhaupt ist es wunderbar, man kann an jedem Stand was probieren. Und da haben wir uns schon so ganz gut durchgeleckert. Ne? Ein veganes Restaurant für, also es ist eine App und genau in der Website oder Desktop-Seite und genau in allen deutschsprachigen Ländern und seit letztem auch in der UK und Irland. Und wie gefällt dir da die Messe? Wie ist Traffic und so? Oh, es war unglaublich gut. Also es ist so eine wunderschöne Atmosphäre, die Leute sind so offen und positiv und voller Liebe. Also es ist wirklich so. Und ich würde gerne ein bisschen schauen. Wir haben leider kein Essen, aber sie sind trotzdem sehr offen und interessiert sich für unseren Service. Wir sind eigentlich ziemlich überrannt worden wieder mal. Wir sind eigentlich schon in der letzten Messe, zum Beispiel Vegana oder Veganmania überrannt worden. Wir haben jetzt eigentlich gedacht, dass wir eigentlich genug haben produziert, aber es hat leider, wie man sieht, nicht überall gelangt. Aber es ist extrem erfreulich, wie die Leute das Produkt gerne haben, oder? Und wirklich, Wir haben viele Feedbacks von Leuten, dass sie eben sagen, dass sie seitdem, dass sie das Produkt kennen, auch wieder sozusagen Käse können essen können. Ja, genau. Das sind ganz besondere Produkte, habe ich mal gehört. Was ist denn so besonders daran? Ja, die Mischungen natürlich, die werden in Südafrika hergestellt. Sie ist alles auf biologischer Basis und sie ist Fairtrade. Also das ist in einer Fabrik hergestellt, wo normale, ortsübliche Löhne gezahlt werden, wo die Kinder unterstützt werden, dass sie zur Schule gehen, bis in die Universität. Die Dekoration ist von Behinderten hergestellt, damit auch dort Arbeitsplätze können geschaffen werden können. Und hinter dem stehen wir. Es ist ein gutes Produkt und es ist eine faire Handelsart. Was ist das Besondere am Hotel Lechlife? Ja, natürlich, das vegane Angebot ist schon eigentlich unser USB. Und wir bieten neben der Ernährung auch noch so vegane Kochkurse zum Beispiel an oder vegane Fitnesscamps. Das ist auch eine Besonderheit. Wir haben jetzt demnächst im November noch, vom 3. bis 6.11. haben wir eine tolle Veranstaltung mit Björn Moschinski, Kirstin Knuffmann und Nico Rittenau, wo wir Kochkurse und Vorträge für unsere Gäste jetzt abhalten. Es wird sicher ganz interessant. Und dann heuer noch einmal und dann nächstes Jahr sicher 6-mal vegane Fitnesscamps. Das ist eigentlich die Besonderheit. Zusätzlich möchte ich eigentlich als Besonderheit unsere Natur hervorheben. Wir haben das einzigartige Glück, dass wir in einem wunderschönen Teil von Tirol leben, mit Bergen im Hintergrund, unberührte Natur, die wir unsere Gäste auch sehr gerne näher bringen. The only falafel brand in the UK at present, which is accredited by 6 independent food bodies, and that includes Celiac UK, which is a gluten-free accreditation society, vegan,
society, vegetarian society, as well as sugar-wise, kosher and halal. And it's very difficult to get accreditation from a gluten-free certification body because most chickpeas and broad beans are contaminated by gluten because farming methods use the same processes for wheat and chickpeas and broad beans. But we're very selective in the products and raw materials that we use in making falafel, and that's why we're able to secure that accreditation. Also, it's the first vegan mess in the Schweiz überhaupt. Es gibt keine andere vegane Messe in der Schweiz bisher, und von dem her ist es eigentlich für uns auch mal ein Experiment gewesen, um zu schauen, wie es ankommt. Und wir sind eigentlich sehr positiv überrascht, dass jetzt hier in der Züschpa-Halle eigentlich extrem viele Besucher hat. Also wir haben hier natürlich viel mehr Besucher als in der Züschpa selber. Da haben die Veranstalter auch schon gestaunt, und es wird sicher jedes Jahr wahrscheinlich jetzt die Veggie World AG. Und ich habe vorher gerade mit ein paar Ausstellern geredet, die sind eigentlich auch alle zufrieden. Wir haben auch das unterschätzt, haben, wie viele Leute jetzt hier kommen, und haben auch ein paar Mal müssen wieder nachfüllen, ihr Material, dass sie überhaupt dem grossen Andrang standhalten konnten.